Man merkt es auch, wenn ich mal mit Kollegen oder Arbeitskollegen bin. Wir reden über etwas und dann kommt auf Instagram genau die Werbung über das, was wir geredet haben. Wie war deine erste Erfahrung mit ChatGPT? Grundsätzlich überraschend positiv, was zurückgemeldet worden ist. Auch ein Stück weit erstaunlich oder zu hinterfragen, woher kommen die Informationen alle. Matteo, du hast jetzt 45 Minuten Bildschirmzeit am Handy. Vorgehen von deinen Eltern, könntest du dir vorstellen, mal 8 Stunden am Handy zu sein? Nein, überhaupt nicht. Nicht möglich. Und du hast gesagt, du schaust YouTube Kids, gell? Ja. Was schaust du dort? Manchmal schaue ich so Ideasachen, wo sie zeigen, wie kann man Sachen reparieren und so. Okay. 10-5 Minuten. 10-5 Minuten? Hast du das Gefühl, das reicht? Ja. Perfekt. Was denkst du, wie häufig ist so eine Person durchschnittlich am Handy jeden Tag? 10 Minuten oder so.